Jo, willkommen zurück bei Among Us. Ja, und irgendwie müden sich schon alle. Egal, los geht's. Dritte Folge, glaube ich. Ja, ich sag's aber nochmal für mich. Willkommen zurück. Hier sind wir wieder Crewman. Easy. Meine liebste Aufgabe. Ach ja. Das ist eine der Gründe, warum ich dieses Spiel nicht so lange am Stück spielen kann, weil ich nach der Zeit sich alle verfleischen, auch wenn es nur Spaß ist. Klar, logisch. Ich habe es nicht geschafft, alle meine Aufgaben zu erledigen. Das war Fabi, glaube ich. Upload ist halt erstmal so offen. Okay, dann geht wieder. Hab nichts gemacht. Ja, wenn ihr wissen wollt, wer mitspielt, auf die letzten Folgen schauen. Toll. Ja, jetzt habe ich nur noch Electrical. Keine Tasks mehr, aber geht trotzdem was sagen, oder was? Ah, ich kann jetzt wahrscheinlich von den anderen die Aufgaben übernehmen oder auch einfach machen, welche, damit es schnell geht. Security. Ich check mal kurz die Ecken. Ich muss irgendwo einer liegen, ich bin auch übersehe. Okay, ich hab's. Erstmal eine Aufgabe geschafft. Nice. Jetzt kann ich theoretisch anfangen, Leute im Blick zu haben. Okay, Metro ist zwar mit mir alleine. Tut mir nichts. Ich glaube, der ist clean. Die anderen habe ich jetzt nicht so oft gesehen. Die hatten keine Chance. 1, 2, 3, 4. Habt ihr das gesehen? Einer ist gerade von Navigation und gibt jetzt so Security. Es geht doch nur um Advent, oder? Warum er das war? Der ist Imposter. Fabi. Nein. Also, ich habe gerade gesehen auf der Map, weil ich habe alle meine Tasks, weil die wie einer die ganze Zeit zwischen dem, wo ihr die Leiche wahrscheinlich gefunden habt, und dem rechts da, Oxygen, hin und her gesprungen ist. Nee, die Leiche liegt im Security-Raum, weil Beckmann... Genau, einer ist zwischen Security und Ding hin und her gesprungen. Ich muss mal eine Frage loswerden. Vielleicht kann ich dann sagen, wer es war. Diese Lüftungsschächte, kann man da durch, wenn man... Der Imposter kann da durch, genau, deswegen habe ich gesehen auf dem Screen. Einer ist von... War Fabi. Von rechts Verteidigung rüber zu Sicherheit. War Fabi, weil ich habe ihn nämlich im Navigationsraum gesehen und ich... Genau, und da ist jemand durch den Vent, das habe ich durch die Map erkannt. Durch die Map habe ich erkannt, dass... Fabi ist gerade, also Beckmann ist vor meinen Augen noch umgefallen. Fabi hat gerade das Messer rausgezogen. Ja, und bei mir war halt einfach nur auffällig, weil ich... Ich habe das in den Hell-Teleportier gesehen. Ja genau, ich war am Security-Schirm, weil ich habe auch meine Tasks. Ich turn im Navi-Raum, ja, aber ich habe kein Ding benutzt, kein Vent-Room. Aber einer ist vom Navi-Raum rechts nicht nach links geportet, das habe ich gesehen auf der Map. Es kann so. Ich war im Navi-Raum, ja, und da habe ich aber dieses Electrical-Ding gemacht. Und dann habe ich noch die Dings gemacht im Admin-Raum, mit dieser Karte, die man da durchziehen muss. Ich stand gerade im Admin-Raum, der einzige, den ich da gesehen habe, war Metro. Kurz vorher, dann bin ich auch den anderen Screen. Ich hab euch alle irgendwo mal gesehen, aber ich kann nichts sagen, deswegen skippe ich also.
I'm sorry. Ach, ihr fickt euch doch einfach. Kann auch sein, dass ich es übersehen habe. Will ich jetzt nicht abstreiten. So ein Pech kann man haben, Alter. Weißt du, ich guck die ganze Zeit. Ja, das auf einmal kommt Metro von oben, ey. Fuck. Das war unter anderem Pech, weil ich war mit meinen Tasks schon fertig und hab mich dazu entschlossen, nur rechts zu patrouillieren. Und bin einfach nur noch rauf und runter. Genau. Ich hab unten rechts einen gesehen, das war wahrscheinlich Andi. Ich hab halt gesehen, dass irgendjemand an den Kameras ist und hab mir gedacht, so, das wäre jetzt ja natürlich gefundenes Fressen für den Imposter. Und komm halt rein und sehen und noch wie Beckmann umkippt. Ja, ich hab Fabi gesehen, wie er immer näher kam, immer näher. Und ich hab gesehen, du kommst. Fabi lief dreimal an mir vorbei, da hatte ich jedes Mal Glück, dass andere Leute bei mir in der Nähe waren. Fass mich nicht an! Weitere DSA-Memes. Oh, die Aufgabe kenne ich, da müssen wir jetzt raus. Aim. Leitest du schon aus. Ja, geh mal runter. Die Lights sind halt immer perfekt, um einen umzubringen. Ja, wir haben auch schon ein paar Folgen TTT auf dem Kanal, falls euch solche Spiele interessieren. Ja, haben wir jetzt auch was, okay. Das Karte-Swipe nervt am meisten. Aber das kriege ich auch jetzt beim ersten Mal hin. Alle drei unten in Shields. Einer ist jetzt in Electrical. Metus Toad. Scheiß Task. Ja. Scheiße, wie hieß der Raum? Ich war jetzt bei Auto. Shields, der lag bei Shields. Ja. Shields. Das Einzige, was ich sagen kann, ich habe da niemanden gesehen, nur Beckmann ist mir hinterhergelaufen, aber sonst kann ich nichts sagen. Als ich kurz auf dem Screen geguckt habe, Sören war bei mir. Deswegen sag ich ja, du bist mir hinterhergelaufen. Sören, du hast mich kurz im Admin-Büro gesehen, ne? Da war ich ganz kurz an den Screen. Da habe ich unten rechts drei Leute gesehen, die da waren. Unten in dem Ding. Da bin ich wieder nach oben gegangen. Also, Sören ist safe, weil kurz danach muss derjenige, der den umgebracht hat, unten rechts, sich dann entfernt haben, der andere hat den anderen umgebracht. Das heißt, einer von den drei, die ich unten im Ding gesehen habe, war es logischerweise. Der andere ist tot, also Metro. Oh. Unten rechts bei Shields habe ich drei Leute gesehen. Hä? Oh, ich disconnect. Ich hab disconnect. Okay, wer war's? Ein Glück. Ich war's. Du warst's, okay. Fuck you. ihr wart erst zu dritt unten, ne? Ich bin sogar in Navigations, bin ich rausgewendet. Und ihr wart zu dritt unten, ne? Aber du kannst es nicht sehen, weil du da dieses Task-Ding vor dir hast. Deshalb kannst du es nicht sehen. Ich finde so, beide Male, wo Beckmann es war, ist Fabi so, ja, Beckmann kann ich ausschließen. Zu meinem ersten Mal so schon, wo ich Beckmann... Ja, weil er mir die meiste Zeit in den Heck gelaufen ist. Ja, ich hab's halt schnell gemacht, Alter. Der war vielleicht... Ja, ist ja kein 10 Vorwurf, Sekunden oder so weg. Findest du so geil? Erstmal Beckmann sticht mich ab, Beckmann sticht mit anders ab. Und dann so, okay, wie vorne, Fabi erstmal, ja, Beckmann kann ich ausschließen. Also, eins muss man dir lassen, Beckmann, du hast das schon relativ gut drauf, das Spiel. Ja, Beckmann, ich kenn die Räume noch nicht. Wie viele Stunden habe ich mittlerweile? Ich habe mittlerweile 15 Spielstunden, aber ich habe auch tonnenweise Videos schon davon geguckt. Mann. Ich weiß, was man zu tun hat. Ist einfach, ich würde mal sagen, eine andere Map. Die Einstellung, ja, ne? So. Ja, genau, du kannst mal erinnern. Ich kann gerade mal mit der am warm werden. Ja, eben. Ja, mal bleibt. Philipp, lass für die Folge noch den. Für die Folge noch die Map, den Map nehmen. Nächste Folge können wir mal wechseln. Okay. Wir müssen erstmal wieder einen Server hinkriegen. Ja, ich versuche gerade, genau. Erstmal wieder ranzukommen. Coach steht im Channel, ja. War noch irgendwas, was vorher anders war? Also, Leute, ich mach kurz einen Cut, bis wir alle da sind. Ich glaub's. Okay, geht weiter geht's. 1, 2, viel Glück. 1, GLHL. Ich sag Andi, ist es. Okay. Scheiße, ist er wirklich. So. Beckmann. Beckmann ist einer, den kann man nicht so ganz immer vertrauen. Wenn du das jetzt hörst, hi. Okay.
Ist auch oftmals schlimm, schlimm shady. So, ja, aber er tut mir nichts und ich ihm auch nicht. John Cena. Ah, wenn ich jetzt auf den komme. So. Jetzt. Ist halt voll fies, wenn man in der Nähe sein müsste. Nee, du machst schon. Wenn man in der Nähe sein müsste, die Task zu faken. Also die Task zu. Das ist deaktivieren. Oh. Der lag zwischen Security und Reaktor. Da war schon nicht heute, in dem Match. Ich auch nicht. Ich kann auch. Ich war die ganze Zeit bei Beckmann. Tobi es nicht sein kann. Ja, Beckmann ist es nicht. Tobi glaube ich nicht und Metro weiß ich nicht, ob ich ihm zutrauen würde, dass er das ja Licht wieder anschalten würde nach. Genau, Metro hat das Licht angemacht und kam ihm entgegen, das habe ich gesehen. Also ich kann machen. Ja, ich weiß. Wo? Ich weiß, dass Metro. Was hast du denn so getrieben? Ich war gerade unten und habe das Benzin nachgefüllt unten und nach unten links und bin wieder nach rechts gelaufen und wollte dann nach oben links zu den nächsten Benzin gehen. So ein Task-Gibbet? Ja, ja, es gibt ein bisschen was. Aber ich kenne den eigentlich nur unten im ganzen Süden. Genau, also ich bin unten lang gegangen. Ich bin als erstes an die Kameras gegangen, um einfach nur zu gucken. Und dann entschlossen. Haben noch keine Beweise. Einigen muss auf keine Ahnung. Hat keiner den Chat geguckt, okay, schade. Safe, Sir. Ah ja. Hol, der Self-Report. Oder Self-Eject. Ich glaube, Beckmann ist safe. Andi weiß noch nicht so ganz. Aber ich glaube, Beckmann ist safe. So, jawohl, es geht schon los. Abbrechen. Wie mache ich das? Ach, X. Dauert zu lang. Ich muss hoch. Wenn der so gewinnt, ist es nämlich die blödste Methode zu gewinnen. Uff, kann ich denn da schon? Gut. Wohin? Ich sehe den Timer oben links nicht mehr. Wir kommen zu spät. Okay, will keiner? Zweifelig schön. Ja, wir haben uns alle oben rechts auf das O2 irgendwie konzentriert. Und als ich dann runterrennen wollte, war es zu spät. Und ich war ganz links. So. Ich dachte mir, ach, die machen das schon. Ich kann ja weiter dann die Task machen. Ich habe die Pfeile wieder unnötig verwirrt außerdem. Ich bin dumm, dass alle bringen. 10 Sekunden so. Jetzt ja, easy. Macht mal nicht so spannend, bitte. Sorry, Fabi, ja, aber... War mein Film. Und nicht starten, Fabi ist AFK. Achso. An diese verdammten Klickkonsole. Lass gewesen. Uns einfach alle hier einfach stehen bleiben, nichts machen und warten, bis Fabi da ist, dann ist das fair. Okay. Dann warten wir. Dann gibt's keinen Vor- und Nachteil für keinen. Gibt's keine Zeit, die abläuft? Nee, ne? Stimmt ja. Nee. Aber er ist wieder TDT gekommen. Ah, Fabi läuft rum. Fabi, das läuft einfach los, ne? Ja, okay, dann mutet uns. Die Folge leidet ein bisschen unter technischen Problemen, aber egal. Was, Beckmann? Ah, da war mal ein Fehler. Ich hätte gleich rechts zu dem O2 gemusst, aber tatsächlich wusste ich nicht, dass da eins ist. Ich habe es immer nur oben das rechts gemacht, noch neu. Für die, die jetzt die dritte Folge erst schauen sollten. Und ich wusste nicht, dass hier auch eins ist, tatsächlich. Jetzt weiß es. Das heißt, es ist eigentlich mein Fehler, dass wir verreckt sind. Eigentlich hätte ich es schaffen können, also hätte ich gleich hergehen können. Ich war irgendwie voll auf oben rechts fixiert. Oh. Medus. Andi? Der lag da unten. Ja, aber du kamst da raus und bist umgedreht und hast ihn instant reported. Weil ich nicht wusste, wie ich den Knopf drücken muss. Das ist okay, der erste Report. Okay, das... Das stimmt, er hatte vorher noch nie das Walkie-Talkie gesagt, das Ding da.
Da habe ich ja hab ich auf E gedrückt und irgendwie wollte das nicht. Und da habe ich auf Map gedrückt und festgestellt, das funktioniert nicht. Und dann, ja gut. Dann gibt es dann nur dieses Mikrofon. Da gibt es einen riesigen Button, der nennt sich Report. Dafür gibt es einen Shortcut, Mann. Das Problem ist, ich konnte es auch reporten, darum, dass so weit weg, wenn du eh gedrückt hättest, hättest du es auch sehr entfernt selbst trotzdem reporten müssen. Das ist jetzt das Problem. Aber ich, zwar daubt, also ich muss sagen, er hat es noch nie gemacht, ist okay, aber ich habe ihn. Ja, ich weiß nicht, ob eh auch Report auslöst und nicht nur News. Also mach nur, du musst drücken. Ich habe auch schon mal mit E versucht, ging nicht. Deswegen, ich zweifle. Also, I got you in the eyes of the. Jojo. Ja, warum? Ist doch egal. Er lässt sich ja eh nichts. Also, random drücken. Oh, try again, Mude. Das ist echt komisch, der Task. Muss die richtige. Die richtige Dinge finden. Ups. Rack der Meldau. Ich bin da. Ich will gucken, verläuft man sich manchmal. Aha. Ja, dann läuft mir hinterher, das gefällt mir nicht. Ah, die könnte es wirklich sein. Vielleicht hat er echt zu spät reportet. Vielleicht hat er das jetzt einfach alles hingenutzt, wisst ihr? Man kann ja nichts machen, wenn man jetzt scannt. So, man kann sich nicht wieder einsperren, das ist ja das Ding. Bei TTT kannst du nur zurückschießen, hier. Yeah. Das ist keine Chance. Oh, fuck. Abbrechen. Das dauert zu lange. Wir sind alle im Osten, habe ich so das Gefühl. Wobei, ganz viele waren gerade unten links. Ich komme nicht rechtzeitig hin. Die müssen es machen. Knapp, Alter. Okay, die waren alle drei hier. Hat aber sehr lange gedauert, bis sie angefangen haben, das mal zu fixen. Emergency! Es ist Andi! Warum? Wieso? Ich stehe neben dir. Ja, genau! Warum standest du, während du mit mir im Reaktor standst? Warum bist du nicht an die andere Konsole gegangen? Ich bin nach unten gegangen und hab gehofft, dass du da hinkommst, damit ich die Hand drauflegen kann. Aber alleine kann ich das nicht. Die zwei, die andere ist oben, die eine ist unten. Warte, bei Sören ist gut. Okay, ich dachte, man muss unten an die Konsole, um da die Hand draufzulegen. Ja, es gibt eine oben und eine unten. Als ich dazu kam, war ich da, weil ich war ganz im Osten. Ich hatte keine Chance, euch da hinzukommen. Deswegen gut, dass ihr da wart. Ja, weil ich stand da extra unten. Bei der unteren war keiner, da ist Andi hingelaufen. Sobald Tobi da unten war, bin ich nämlich auch nach unten gegangen, weil ich da die Hand drauflegen wollte. Ich wollte dir suggerieren, hey, hallo, Beckmann, komm mal nach unten, damit ich da die Hand drauflegen kann. Das war der Sinn, weshalb ich da in der Mitte stand und die ganze Zeit da rumgetempelt. Warum läufst du mir dann wie so ein Geisteskranker jetzt hinterher? Weil ich nach rechts muss zur Navigation? Reicht mir nicht. Okay. Ich hab geskippt, für mich war da nichts. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Tobi für mich safe ist, erstmal. Du und ich für mich, Andi. Ich glaube nicht, du bist. Ich kann nicht beweisen. Guck mal, ob er wirklich zur Navigation geht. Jetzt kann er mich nämlich killen. Ich muss da nämlich auch zufälligerweise hin. Wenn ich jetzt tot bin, wissen sie, dass er es ist. Er hat es sogar verraten. Fuck. Ja, das. Ja, Andi ist es. Der hat es jetzt gesehen, dass ich ein Beckmann da sind. Weil er weiß, dass Fabi es nicht alleine machen kann. Hat er das jetzt deaktiviert. Oh, wie schlimm. Man kommt da halt nicht rechtzeitig hin. Das ist halt viel zu weit.
Ich finde es ein bisschen unbalanced tatsächlich. Ich finde, man sollte noch die Chance haben. Also es wird mit dem extrem knapp, wenn man ganz rechts ist und dann links einen, der tagt ausgeht. Also es ist Andy oder Beckmann. Ihr wisst ja, dass ich bin, ihr seht ja. Aber Andy Beckmann hat gerade beide eine fucking high Chance, das zu aktivieren, weil ihr was anderes gesehen habt, dass wir das sofort waren. Muss ich da machen. Ich werde gleich tun, dann Andy bringt mich jetzt um. Doch nicht. Doch, Andy bringt mich jetzt um. Ich wusste, er ist es. Scheiße. Ich hab's auch gesagt. Oh, ich war richtig. Beckmann, Mann, warum musst du gegangen sein? Das war seine Chance. Guck, Andi hat gesehen, dass wir auch nach rechts müssen, hat sich aktiviert. Es ist Andi, er hat gerade den Tobi in Electrical umgebracht. Ich habe hinter einer Mauer gewartet, bis einer von beiden rauskam. Nur Andi kam raus. Tobi liegt tot drin. Oh, Nelly, glaube ich, du sichtest mich die ganze Zeit. Ja, sorry Fabi, ich kann da jetzt nichts gegen argumentieren. Ich weiß nur, ich bin Beckmann da vorhin bewusst hinterhergelaufen, weil ich zum Navigation wollte. Nein, du wolltest meinen Kopf. Ich habe keine Ahnung, also wenn der Vote von Beckmann stimmt, dann tut's mir leid, aber ich hab nichts gesehen, ich hab nichts mitbekommen. Macht einfach irgendwas an und tötet einen von uns, weil wir hätten jetzt einen rauswurfen müssen. Okay, hast du gut gespielt. Lauf weg von Beckmann, lauf weg! Laber nicht! Game ist GG. Das ist genau passiert, was Beckmann. Also Beckmann weiß, er kann sich im Spiel echt gut aus. Er wusste, dass das jetzt der Tod sein wird. Mann! Oh Mann, es war doch auffällig, dass er es war. Ich hab mich so schön doof gestellt. Ja, auffällig, toll. Ich hab nichts mitbekommen. Warum soll ich dann irgendwas voten? Weil wenn nur noch drei übrig sind, musst du irgendwas voten. Da kannst du nicht skippen. Kannst du. Also skippen ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ich hab mich nur doof gestellt. Aber ganz ehrlich, ne? Das am Anfang, ich wusste wirklich nicht, dass man den Körper, wie man den Körper reportet. Ey, ich raste so aus. Beckmann steht allein im Reaktorraum. Andi tanzt hinter rum. Tobi und Fabi kommt da so raus. Och, warum tanzt hinten Andi allein im Reaktorraum? Nee, ohne Scheiß. Das wusste ich auch nicht. Ich wusste nicht, dass man da an die untere Konsole musste. Wolltest du wirklich in meinen Kopf? Bist du mir hinterhergerannt, um mich umzubringen? Ja, oben wollte ich deinen Kopf definitiv, aber in dem Reaktorraum wusste ich nicht, dass ich die andere Konsole nehmen muss. Oh Mann. Ja, Fabi konnte nicht wissen, dass wir alle drei in Elektriken standen. Hätte Beckmann einfach glauben müssen, das hat er halt nicht getan. Aber Beckmann hatte halt recht. Er ist raus, hat gewartet und dann war es zu spät. So, sorry. Muss ich mal kurz was klären. So. Aha. Irgendwas steht hier. Beckmann stand ein bisschen lange. Der hätte ein Tablet sein können. Überlegen, was er macht. Ich glaube, Beckmann ist es. Warte mal, ich habe hier drei Tasks. Ich glaube, Beckmann ist es. Nee. Andi. Er wollte gerade Kill drücken. Dann bin ich gelaufen. Er stand nämlich sehr auffällig gerade unten rechts in diesem. Also sehr unauffällig unten rechts in diesem Scan. Okay, Andi lebt noch. Vielleicht täusche ich mich jetzt. Aber der stand doch gerade rechts in dem Raum, Leute, oder? Und er stand an der Stelle. Da gibt's nicht zwingend einen Task. Okay, wenn ich jetzt hinkomme und Andi tot ist. Beckmann hat's aber auch gerade gefixt, aber Andi ist weg. Andi war gerade noch da. Scheiße. Hä? Metro? Was? Zwei schon?
Wo war der ja, immer? Wo? Medro liegt vor Weapons, also zwischen Weapons und Cafeteria. Wer läuft mir da gerade Richtung Oxygen hinterher? Ist das Tobi oder? Bin gerade auf dem Weg dahin. Ich bin hinter Beckmann. Gerade. Also wo bist denn du gekommen? Ich kam von unten von Electrical. Habe ich aber gesehen, Tobi ist zusammengelaufen, ist nach oben abgewogen und irgendwer anders ist mir hergelaufen zu Oxygen. Das heißt, die beiden habe ich gesehen. Ich tippe auf Sören, weil ich die ganze Zeit über Beckmann und Tobi gesehen habe. Ich habe aber auch Tobi. Ich habe Beckmann auch gesehen. Ich meine auch, Medro war zuletzt mit Sören unterwegs, aber da würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Und Verdacht, aber... Ja, wie gesagt, ich habe euch beide gesehen, Beckmann habe ich nicht gesehen, aber das heißt auch nichts. Ich weiß nicht, wie lange der Mord her ist, weil Sören war gerade echt hinter mir. Ja, also irgendeiner muss relativ am Anfang direkt gestorben sein und da tippe ich mal fit wahrscheinlich... Wen hattest du gefunden? Medro da oben? Medro hatte ich gefunden. Also Fabian schon länger tot. Ich mal auf Fabian, dass der irgendwo anders vor Shit gegangen ist. Skippo. Die sind aber zu wenig. Könnte echt Sören gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, ich konnte mich gerade nicht mehr erinnern, wo sie vorhin Sören kam. Aber Beckmann... Ist Beckmann vielleicht doch nicht? Ich bin jetzt gleich zu dem oben. Wir gehen alle rechts zu dem oben. 1, 8, 6, 6. Dass da schon zwei tot sind, das hätte ich echt nicht gedacht. Das ist doch blöd, drei Tasten in einem Raum zu haben, wenn man so auffällig ist. Was muss ich denn hier machen? E, linke Maus hast du? Schreit die Tast nicht. Ach, hier muss ich drücken. Wie cool ist das denn? Ich bin da. Ja, ich glaube. So, und das ist. Wir wurden getrappt, Jungs! Scheiße, wir sind jetzt wieder tot. Okay. Schlecht. Ole! Nicht schlecht! Da habe ich mich schon. Da habe ich mich schon geguckt, als auf einmal von mir die Tür zugegangen ist. Was ist geschehen? Jetzt erklär mir das mal. Ja, wir standen doch gerade zu dritt. Wie kann es sein, dass du den einfach killen kannst und gewinnst? Wie blöd ist das denn? Weil man 1 gegen 1, was willst du machen? Du kannst mich ja nur raus. Ja, trotzdem ist es irgendwie viel zu easy, dass du dann einfach den dritten killen kannst, wo wir so dritt da stehen und dann auch schon gewonnen hast. Ja, was? Was willst du denn dagegen machen? Also, das ist ja kein TTT. Ja, eben. Ja, ich kann den Punkt nicht verstehen. Ich wusste in dem Moment, wo die Tür zugegangen ist, fuck. Ich wusste nicht, dass Beckmann schon tot ist, logischerweise. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt eingesperrt bin, soll mich jetzt töten. Ich hatte Sören schon Verdacht tatsächlich. Nee, der hat für mich zwischen Communications und Storage hatte die Tür zugemacht und in dem Moment wusste ich, it's over noch. Und ich wusste, weil das Licht gerade aus war, bin ich dann dahin und habe auf einmal die zue Tür gesehen und mir gedacht, okay, da ist ja einer tot drin. Da konnten wir nichts machen. Und es war Sören, dachte ich mir. Ja, Andi, da konnten wir nichts machen. Du hättest schnell zum Button laufen müssen in dem Fall dann. Ich wusste ja noch nicht mal, dass das da war. Also ich bin da hingekommen, da war gerade die Tür zu und war kurz davor aufzugehen. Natürlich werde ich direkt nochmal gestochen, Alter. Mein Grundgedanke war, dass ich so tue, Beckmann, dass mich wer versucht, in der Tür einzuschließen und ich gerade rausgerannt bin. Aber dann dachte ich mir, why not kill him? Also warum die Show? Da konnte ich echt wenig machen. Schlimm, dass mein Grundgedanke auch noch richtig war mit dir, Sören. Ja. Aha. Leute, die Folge ist mal vorbei. Alles klar. Oh ja, könnt ihr die Map hier in-game wechseln? Nee, wir machen eine neue Lobby. Okay, machen wir eine neue Lobby. Also Leute, bis zum nächsten Mal an der Map. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.